Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Neumond-Orakel für den anstehenden Neumond in der Waage am 14.10. Er wird exakt um 19.55 Uhr. Ja, aber ist auch verbunden eben mit einer ringförmigen Sonnenfinsternis, aber das wird eben hier in Deutschland und Europa insgesamt, naja, am Rande vielleicht ein wenig, aber im Großen und Ganzen nicht zu sehen sein. Im Wesentlichen wird es zu sehen sein in, ja, in Amerika, Mittelamerika, Südamerika, Australien, ja, da. Aber eben, weil es sehr verbunden ist mit einer Sonnenfinsternis, hat das eine sehr starke Energie und ist natürlich einfach auch bei uns hier spürbar, sehr stark, ja. Und diese Konstellation, astrologischen Konstellationen, ne, schaut da gerne in die Infobox. Ich habe euch auch Beitrag dazu verlinkt, wenn euch das noch näher interessiert. Ist schon eine ganz interessante und spannende und hat gerade weltweit und geschichtlich immer wieder auch zu wichtigen Zeitpunkten stattgefunden, ja, überhaupt gerade jetzt auch ringförmige Sonnenfinsternis, aber eben auch diese Konstellation, die wir jetzt gerade so haben, ja, beispielsweise zum Mauerfall am 9.11. Gab es auch eine ringförmige Sonnenfinsternis oder, ja, auch im Jahr 49 eben auch zum Neumond in der Waage mit einer ringförmigen Sonnenfinsternis wichtige politische Entscheidungen, Umbrüche, ja. Insofern, das hat schon auch hier ziemlich starke Kraft, weil eben, und das ist auch das Wichtige mit dabei, der Neumond in der Waage nicht nur gleichzeitig die ringförmige Sonnenfinsternis mit sich bringt, sondern auch eine ganz große Nähe zum absteigenden Mondknoten in der Waage. Ja. Exakt wird diese Konjunktion von Mond und Sonne und absteigendem Mondknoten am 18. Oktober. Aber es bahnt sich einfach diese Energie auch schon sehr an. Na, Waage steht ja grundsätzlich für Beziehungen, für Werte, Lebenswerte, Werte in Beziehungen, ja, auch Prägungen da vor allem. Und es ist ohnehin schon ja, sehr seelisch bewegende Zeit, eben durch diese ringförmige Sonnenfinsternis. Was wird da verdeckt, ja? Was will in der Seele nicht gesehen werden, ne? Ich habe es jetzt schon ein paar Mal auch in den Tageslichtern angesprochen. Hört da auch gerne mit hinein, ja? Es wird sich nicht verdrängen lassen, ne? Also die Sonne, die blitzt einfach an den Rändern sozusagen hindurch, drüber hinweg, ne? Ja, das, was uns in der Seele bewegt, gerade an Prägungen in Sachen Beziehung von Kindesbeinen an, ja, das wird sich immer wieder eben auch Bahn brechen und so seine Ritzen verschaffen, suchen, ja, wo es sich bemerkbar macht. Ja, auch Selbstwertthemen natürlich oder überhaupt finanzielle Themen. So etwas spielt dabei eben auch eine Rolle. Was möchte da endlich auch gesehen und angenommen und ja, bearbeitet, behandelt werden, ja, überwunden werden, ja. Und na, eben erst recht der absteigende Mondknoten in der Waage triggert genau diese Stellen auch mit an, ne? Absteigender Mondknoten hat ja die Bedeutung von Karma, ne? Also schaut in die Vergangenheit, schaut, was gab es für Prägungen, für Erlebnisse in Sachen Beziehung, Selbstwert, Finanzen und so weiter, ne? Und ja, wühlt uns da eben auch nochmal mit auf, ne? Aber dahingehend, dass wir es uns endlich auch anschauen und ja, so manches
eben auch angehen. Ne? Nicht alles auf einmal, es wird auch nicht auf alles auf einmal bewusst, ne? Aber vielleicht ne, dürfen wir uns da hier auch sehr in unsere eigene Geschichte, in unsere eigenen Erfahrungen, Erlebnisse noch einmal vertiefen, um ja, so manchem, was Schwierigkeiten bereitet, in Beziehung zu kommen, mit Geld umzugehen, ne, für uns selbst gut einzustehen und zu sorgen, uns selbst anzuerkennen, zu, ja, zu lieben einfach auch, ne? Und darin zu entfalten, in dem, was uns mitgegeben ist. Ja, all das wird hier nochmal auch angesprochen. Und insofern ist dann sind die Stichworte hier, die auf den Karten, Moonology-Karten angezeigt sind, dann schon auch zu verstehen, ne? Und verständlich. A new romantic cycle begins, ja, ein neuer romantischer Zyklus beginnt und sei dir bewusst, du wirst geliebt. Ne? Die Romantik heißt erst einmal wohlfühlen, ne? Sich mit sich selber auch wohlfühlen. Ja? Kommt das hier ganz neu in Gang? Kann das neu in Gang kommen? Eben aber auch, indem geschaut wird, ne? Wie stehen wir in Verbindung mit uns selbst, zu anderen? Ne? Was prägt uns? Was ja, drückt vielleicht einfach auch, ne, so dass wir nicht in Balance sind, ne. Disbalancen werden, Disharmonien werden auffällig und ja, kann das schon auch, ne, so die Stimmung prägen, aber eben auch mit dem Impuls, schau dir einfach an, ne, in welcher Beziehung oder in welcher Hinsicht bist du selber nicht in Balance. Ja, was darf da einfach auch nochmal angeschaut werden und verändert werden? Ja, wo darfst du selber mit dir ja auch anders umgehen, wertschätzender? Denn das wird sich dann schon auch niederschlagen in, ja, in den Verhältnissen zu anderen, ne, oder zu dem, wie wir eben mit Geld umgehen, mit Werten, ne, mit Wertvorstellungen, auch ja. Dem, was wir alltäglich tun, ne? Oder eben noch nicht tun. Ne? Ja. Romantik, also Harmonie, Balance möchte einziehen, darf hier starten. Ja, gilt es dafür aber eben auch noch ein Stück weit Bewusstsein zu erlangen. Ja, ich lese uns hier den kleinen Text eben auch noch mal mit davor. Er ist sehr bezogen auf Liebe und Beziehung, aber das spielt ja dabei durchaus auch eine Rolle. Ne? Sei dir bewusst, du wirst geliebt, ja, mindestens von der göttlichen, geistigen Welt. Ja, insofern darfst du dich das selber auch annehmen. Ne? Dich umgibt neue oder erneute Liebesenergie. Sei sie familiär, platonisch, romantisch oder anderer Art. Ob du allein oder gebunden bist, für dich beginnt ein neuer Zyklus der beruflichen oder privaten Beziehungen. Öffne dein Herz und sei liebevoll. Der Trick besteht darin, sich mit Menschen einzulassen, die man mag oder sogar liebt, sei es auf einer persönlichen oder platonischen Ebene. Falls du neue Freunde suchst, bist du auf der richtigen Spur. Wenn deine Frage sich auf den Beruf oder auf Geld bezieht, dann ist ein Neustart wahrscheinlich. In der Liebe ist alles möglich, vorausgesetzt, du selbst reagierst mit Liebe. Diese Karte ist insbesondere dann ein gutes Zeichen, wenn es um eine Romanze, ein Vorstellungsgespräch oder eine andere wichtige Beziehung geht. Denke in deiner Situation an die andere Person. Welche Bedürfnisse oder Sorgen hat sie? Verlasse das Haus und begegne neuen Menschen. Und die Affirmation kann helfen oder gut unterstützen. Die Liebe regiert meine Welt. Die Liebe regiert meine Welt. Nun ja, dann schauen wir mal hinein. Wieder auch mit dem Queen of the Moon Oracle.
mit diesen Dreierschritten, was, in welcher Situation sind wir gerade, beziehungsweise welche Thematik, welche Energie ist gerade interessant, welche geht hinaus, welche nimmt zu, ja, welche dürfen wir vielleicht auch ganz bewusst fördern mit der Neumondenergie, einer Startenergie. Ja, schauen wir doch mal, was ist aktuell zu sagen? Hey, die hatten wir neulich schon mal mit. Ne? Die Void, die Leere, haben wir hier mit dabei. Sehr passend zur Waage natürlich, Lapislazuli. Ja, die Leere. Naja, vielleicht ist da gerade, herrscht da gerade einfach auch Stille. Ist, ja, wie soll ich sagen, eine unklare Zeit auch. Na, hier haben wir den Neumond ja dabei, aber als Dark Moon, nicht als ringförmige Sonnenfinsternis. Na, also es ist Tabula rasa gemacht oder vorhanden, ja. Auch eine gewisse Unklarheit, wie geht es weiter, ne? Wie wird sich alles entwickeln, ja, wo, an welchen Stellen ist vielleicht auch anzusetzen mit neuen Entwicklungen, ne? Ja, Stille, Leere. Ja, ist das aber ein wichtiger Moment, ne? Denn da, wo Stille herrscht, wo auch Leere ist, ne? Da kann sich wieder etwas ansammeln, ne? Da kann sich der Raum wieder füllen, da kann etwas in Resonanz gehen, ja. Wenn wir vollgestopft sind mit allem Möglichen, na, wenn ja, wir ja richtig zugelärmt sind, ne, ständig auch in Action und in Bewegung, ja, dann ja, haben wir keine Aufmerksamkeit, ja. Aber hier in der Stille, der Leere, ja, da kann etwas auch neu beginnen, ja. Nicht von ungefähr haben wir hier die Eins. Neustartenergie. Ist es Zeit auch, ne, vielleicht um zu ruhen, auszuruhen? Ja, schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Hier mit Tarot und Lenormand. Irgendwann noch vom Tarot dazu erfahren. Sieben der Schwerter. Ja. Passiert vielleicht gerade deswegen auch nichts, weil wir uns selber sabotieren. Ja, uns vor etwas drücken, uns davon stehlen, ja, ist vielleicht eben ja in zwischenmenschlichen Kontakten gerade auch so ein Stück weit Ruhe und Stillstand, ja, weil da jemand etwas nicht von sich hören lässt, ne, sich auf und davon gemacht hat, Ungewissheit hinterlassen hat, ja, so ein Stück weit Scherbenhaufen auch, ne. Oder wir selber haben das mit anderen gemacht. Ne? Ja. Siebener Schwerter heißt auch, zum einen, da ist irgendwas nicht für dich. Ne? Also ist nicht für dich gedacht, tut dir nicht gut. Und zum anderen, nimm dir aus dem, was gewesen ist, halt auch das mit, was ja für dich wichtig und wohltuend ist. Ne? Also ziehe daraus einfach auch deine Lehre, deine Schlüsse. Ja, ja, gerade auch in zwischenmenschlichen Dingen, wenn ja gerade irgendwie auch Sendepause herrscht, ja. Ruhe, stille Leere. Das kann die Ruhe vor dem Sturm zum einen sein, ja. Dass dann umso
besser auch wieder Kommunikation hineinkommen kann, ja, dass da schon etwas, ja, auf dich wartet, was dann für dich ist, ne? Auf der anderen Seite ja, dass sich hier eben auch Wissen ansammelt, Weisheit. Ne? Vielleicht weiß jemand auch gerade nicht zu sagen, ne? Hat zu tun, kriegt sich selbst nicht in den Griff. Ne? Und ja, dann tue du einfach, zieh du deine Lehre daraus, ja, dass du jetzt erst einmal dann gut für dich sorgst, ja. Auch in anderen Dingen, ne? Wenn sich gerade ja kein Arbeitsverhältnis auftut, zum Beispiel, ja. Oder ja auch zu anderen keine Kontakte herrschen, ne? Dann tu du für dich etwas, ja. Ja, und natürlich, wenn du dich selber auch vor etwas drückst, ja, selbst sabotierst, ne, dich davon stiehlst, eine Sache anzugehen, dann ja, wird sich nichts wieder anreichern können. Ne? Insofern, ja. Gewisser Rückzug ist vielleicht auch vonnöten in manchen Situationen. Es kann hier vielleicht einfach auch so ein Stück weit bewusste Auszeit angezeigt sein, ne? Dass du dich bewusst irgendwo auch rausziehst, um wieder zu Kräften zu kommen, ja, wieder zur Klarheit zu finden, ja, oder vielleicht einfach auch, ne, zu genesen. Ja, dann nimm dir die Zeit einfach auch, ja. Verdaue das, was gewesen ist, ne? Was weiß ich zum Beispiel, ne? Wenn es wirklich auch aus gesundheitlichen Gründen ist, na, dann zieh dich natürlich einfach auch aus dem, aus den Kontakten zurück, ne? Dann ist es ja für die anderen auch nicht wohltuend. Aber ja, auch wenn, was weiß ich, ein Arbeitsverhältnis nicht gut tut, ne? Oder du Auszeit, Urlaub brauchst, ja, dann sorge selber einfach auch gut dafür, ne? Schauen wir mal noch kurz mit dem hier nochmal. Gibt es da noch für einen Hinweis? Ja, die Unklarheiten, guck mal, die Wolken. Auch das, ja, das unsichere Auftreten, das eigene unsichere Auftreten ist mit den Wolken angezeigt. Ne? Ja, aber eben, dass da auch eine Unklarheit herrscht, ne? Untereinander, in dir selbst. Und hier so einiges noch zu klären ist, ja, drück dich davor nicht. Ne? Gerade auch, wenn du dich leer fühlst, ne? Keine Idee hast, ne? Wie es weitergehen kann. Ja, vielleicht so ein Stück weit auch Langeweile da ist oder ja, Dinge nicht angeschaut werden, ne, die ja auch Dinge nicht angegangen werden, Gespräche vielleicht auch nicht angegangen werden, die wichtig sind, ne. Dann wird hier nichts entstehen. Ne? Insofern, ja, geht deine Sachen einfach auch an. Ne? Ja, schauen wir mal weiter. Was geht jetzt raus an Energie? Wenn du dir die Ruhe nicht gönnst, gerade wenn es dir schwindlig ist, vielleicht auch, ne? Oder unwohl, ne? Dann ja,
wirst du nicht weiterkommen, ja, dann auch. Von daher nimm dir einfach auch die Zeit, ne? Nourishment, ja, das genährt werden, das wohlgenährt sein, ja, da die Üppigkeit, das versorgt werden und versorgt sein, ja. Ja, fehlt das vielleicht ein Stück, ne? Also geht raus, geht verloren zum einen, ne? Ja, weil sich andere zurückziehen, ja, nicht mehr unterstützen vielleicht, ne? Vielleicht haben sie da so ein bisschen ja, auch zum einen die Nase voll, ne? Oder ja, es ist ja gar vielleicht, also ne, schaut einfach, ihr seid in unterschiedlichen Situationen. Du warst gut versorgt mit allem Möglichen, ja. Jetzt tritt hier auch ein gewisser Mangel vielleicht ein, Leere, ja. Die Üppigkeit geht verloren. Ja, vielleicht eben durch Arbeitsverlust. Das ist ja durchaus möglich, ne? Ja, war vielleicht auch schon mal ein stärkeres Selbstwertgefühl vorhanden. Ja. Naja. Ne, ich lasse es hier unten liegen. Wir wollen dann noch die Engel oben hinlegen. Hier darfst du wieder besser dann auch für dich selber einstehen. Ja. Ja. Ast der Kelche. Das Ast der Kelche. Ja, die Selbstliebe, die Liebe überhaupt, die da gereicht wurde, eine Chance zur Liebe. Schauen wir gleich noch weiter mit. Der Mangel. Ja, geht es verloren? Ja, vielleicht wurde da eine Chance zur Liebe, zur Verbundenheit, zur Heilung nicht genutzt. Ja, aber ne, es kann auch einfach heißen, dass das nicht mehr nötig ist, ne? Diese Energie von ja auch von Unterstützung, ne? Zum einen, weil du das vielleicht nicht selber nicht mehr willst, ne? Oder ja, auch weil es ergriffen, genutzt wurde, ne? Und jetzt hier etwas draus gemacht wird, ne? Ja, es darf sich noch entwickeln, ne? Es ist noch, besteht noch Unklarheit, wie sich alles entwickelt, ne? Ja. Die Selbstliebe war vielleicht auch schon mal stärker, ja. Hier ist so ein, kommt jetzt so ein Stück weit ja, auch Schwächung hinein. Ja, eine Liebe, die begonnen hat, ne, ist in den Verlust gegangen. Ja, vielleicht auch durch Lug und Trug, ne, und ja, hinterlässt das so ein ganzes Stück weit Leere, ne, Unklarheit. Ja, gerade wenn auch nicht drüber geredet wurde. Ne. Aber schauen wir, was kommt hinein jetzt? Was, welche Energie wird stärker? Thank you.
Wisdom, die Weisheit, das Wissen. Ja, die Lehren, die daraus gezogen werden, ja, das, was hier sich wieder auch anreichert, ne? Ja, das kann auch eben durchaus in die Richtung gehen, ja, das, ja, vielleicht gehst du auch in Fasten, ja. Nourishment ist natürlich einfach auch die Ernährung, ja, und zeigt das hier durchaus auch eine Fastenzeit an, ja, die vielleicht hineinkommt, dass du so etwas ausprobierst oder na, bestimmte Dinge vielleicht auch weglässt, ja. Na, auch das, ja, geh es an, aber vorsichtig, ja. Vielleicht sorgt es hier auch für Schwindlichkeit tatsächlich, ja. Ja, solltest du vielleicht einfach auch mal schauen, wie du dann diese Thematik angehst, ne? Solltest dich mit Wissen anreichern, wirst du daraus deine Lehren auf alle Fälle ziehen, ja. Deine Erfahrungen, ne? Dein Wissen. Bereichern hier an solchen Stellen auch, ne? Ja, aber natürlich auch dein Wissen bereichern, um ja, bestimmte Menschen, bestimmte Situationen, ja. Vielleicht gibt es hier auch noch mal eine Weiterbildung, ja, oder Fortbildung, wie auch immer, ja. Das für den Fall, dass hier ein zum Beispiel eine Arbeitsstelle auch verloren gegangen ist. Ja, ne, jetzt hier sozusagen eine Lücke entsteht, die dann aber ja, vielleicht einfach auch neu gefüllt wird, ne, durch Weiterbildungsmöglichkeit. Ja, und im Zwischenmenschlichen, ne, kommst du hier auf alle Fälle, also zur Weisheit. Ne? Hier kommt weisheitliche Energie hinein. Ne? Und kommt auch etwas wieder ja, in die Bereinigung für dich. Ne? Schauen wir noch weiter. Schauen dann auch gleich noch hier nach der Lennermaus. Alles ziemlich prompt dieses Mal. Ja, was haben wir dann hier im Tarot? Vier der Kelche. Ja, das ist so ein ja, Gefühl von Enttäuschung und Traurigkeit. Ja, ein bisschen Trotzigkeit vielleicht auch, ne? Dass man hier auch das, ja, das Ass der Kelche, ein neues Angebot in der Liebe, im Beruf, ja, im Wohlergehen für die Heilung, ja, auch vielleicht in Versöhnungsangelegenheiten gar nicht recht wahrhaben will, ne? Noch gar nicht sieht oder überhaupt nicht sieht, ist wichtig hinzuschauen. Ne? Hier kommt noch mal dieses Ass der Kelche hinein. Ne? Aber bei den vier der Kelchen geht es vor allem um uns selbst erst einmal, ne? Dass wir selber in emotionale Stabilität kommen. Ja? Ein Kelch, dass wir uns erstmal mit uns selbst auseinandersetzen da. Ne? Und ja, auch begreifen, ne? Erkennen, ne? Zur Weisheit darüber kommen, ne? Was wir eigentlich für eine Rückenstärkung haben, ja, durch diese Neustartenergie, ne? Durch die göttliche geistige Welt, ne? Durch die Energie, ja, und da lief vieles bisher auch schon ganz gut, ne? Wir können dankbar auf das zurückschauen, was gewesen ist und geworden ist. Selbst wenn hier vielleicht auch, ja, auch Beziehungen geendet sind, ja, Liebesbeziehungen
andere zwischenmenschliche Beziehungen, Arbeitsverhältnisse, ja. Es hat uns trotzdem bereichert. Wir dürfen trotzdem auch Danke dafür sagen, ja. Uns, es hat uns ja einfach auch an Weisheit bereichert, ne? Auch wenn wir das so in den ersten Momenten natürlich gar nicht so recht wahrhaben wollen, ne? Weil der Schmerz einfach dann schon auch groß ist, ne? Hast einmal die Gefühle, ne, auch sehr bestimmen, aber hier kommt auch wieder Klärung hinein, ja, Harmonisierung. Es ist dann wieder eine gerade Zahl. Es geht hier bei den vier Kirchen um emotionale Stabilisierung, ja, gesundheitliche Heilwerden, seelische Stabilisierung. Ja, das ist doch gut. Und eine gute Aussicht, ja. Eine gute Aussicht. Die drei der Stäbe sind eine gute, positive Aussicht, ja. Auch von der eigenen Einstellung her, ja, gewinnen wir da wieder an Positivität, ne? Heben den Kopf, ne? Ja, hält Ausblick, schaut nicht mehr zurück in die Vergangenheit. Ja, auf das, was vielleicht eben vergossen und verflossen ist, ne? Die Möglichkeiten, die halt einfach vergangen sind. Ja, wo etwas anders gelaufen ist, als wir es uns gewünscht haben, ne? Ja. Aber, ne? Der lässt sich hier eben nicht betrüben, ne? Nicht niederdrücken, ja. Bleibt oder kommt auch wieder in seine Mitte, ne? Ja, sieht, ne, mit der 3 ist die gute Chance auf Weiterentwicklung gegeben. Eben energetische Weiterentwicklung. Ne, das kann das Gesundheitliche betreffen. Das kann wirklich die Lebensfreude, Lebenslust betreffen. Das Wissen, ne, die Energie, die zufließt, die Inspiration, Kreativität. Ja, ne, da lässt es sich nicht abbringen. Ne? Findet dahin auch wieder zurück. Hält Ausschau nach, ja, einfach auch nach Neuem, nach dem, was kommt, ne? Lässt Neues auf sich zukommen. Ja, das Alte, das halt schon irgendwie nochmal auch so ein Stück weit nach. Das Neue ist noch nicht ganz, ja, eingetroffen. Aber es ist ja von der Energie her einfach auch schon spürbar. Ne? Ja, schöne. Sehr passend zum Neustart. Ne? Ja, die Dame. Da geht es um uns selbst. Ja? Geht es ganz stark um uns selbst. Egal, ob du Mann oder als Mann oder Frau zuschaust. Mit der Dame im Lenormand sind wir selbst angezeigt. Hier geht es um uns selbst. Ja. Dass wir uns erstmal um uns selbst hier kümmern, wieder in eigene Stabilität, emotionale Stabilität kommen und das dann einfach auch energetisch, ja, von der Lebensenergie und dem Optimismus, dem positiven Denken her, auch wieder positiv nach vorn ausgerichtet ist, ne? Nicht mehr an der Vergangenheit klebt. Und hier haben wir die Purity, die Reinheit. Ne? Also eigentlich sehr verwandt hier auch, ne? Zur Lehre. Ne? Nur dass hier dann ja, das, was sich dann auch wieder ansammelt, ne? Eben reinest, bereinigt. Ja, vielleicht spielt der nächste Vollmond eine Rolle. Das wird ja dann eine partielle Mondfinsternis sein. Ne? Wir sind jetzt gerade in der Finsternisphase. Ist das auch nochmal eine starke Energie? Ne? Der Vollmond im Stier. Ja, da kommt etwas dann auch wieder in Stabilität, ne? In Stärkung, in Erdung. Neue Gewissheit, ne? Neuer Optimismus, neuer Selbstwert auch. Ja, Finanzen vielleicht auch wieder sehr in Stabilität, ne?
Ja, hier sind Gefühle geklärt, werden Gefühle geklärt, Gedanken geklärt, ja. Und neu gestartet, ne? Tabula rasa und ja, dann kann es vorwärts gehen, ne? Vielleicht werden Streitigkeiten dann eben auch bereinigt, zum Beispiel, ja. Werden ja auch Arbeitsverhältnisse zum Beispiel geklärt, falls es da irgendwelche Unklarheiten gab. Ja, scheint mit Arbeit sehr zu tun zu haben, zum einen, aber auch mit Berufung vielleicht. Ne? Klärst du für dich vielleicht auch deine Berufung? Ne? Ja, vielleicht wurde dir hier auch etwas, ne, an Berufung bewusst. Ne? Und ja, hast du dich noch, drückst du dich gerade noch so ein bisschen davor, ne, aus persönlicher Unsicherheit oder, ne, Zweifel. Ja, aber hier geht es voran. Ja, kommt etwas in Stabilität und ja, gute Aussicht auch, ne? Ist das nun mal dein Ding hier auch? Ja. Ja, wird Berufung, klar. Und natürlich beim Anker geht es auch um gegenseitige Verankerung in sämtlichen zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, wird das ja so hier auch heraus kristallisiert, wird sich beweisen, ja, wird dann klar sein, einfach auch, mit wem gegenseitige Verankerung möglich ist, gegenseitiges Vertrauen, Stabilität in der Beziehung. Ja, und du selber auch, ne, gewinnst an Stabilität, wird dir vielleicht einfach auch klar, woran du ja festhängst, ne, wird das hier bereinigt. Das, woran du festgehangen hast, ne? Was nicht wohltat, ja, und kommt neue Stabilität und Stärke hinein. Ja, und da wird aus dem Ass der Kelche das Ass der Münzen, ne? Und das ist eine Chance, aus der wirklich auch etwas gemacht werden muss, ne? Ansonsten ist sie vorbei, ne? Ja. Aber eine glückliche Chance. Chance, die auch Glück verspricht, verheißt, anzeigt, ja. Und neue Stabilität, neue Gesundheit, neue, ja, Beständigkeit und Treue, ne? Etwas Neues, Neustartenergie, wunderbare Neustartenergie haben wir hier. Ja. Schauen wir noch mal kurz in ja, die Lektionen der Seele, was da noch besonders an Impuls gegeben werden möchte. Schwere Zeiten. Ich akzeptiere Schwierigkeiten als die besten Gelegenheiten, etwas zu lernen. Ja. Etwas zu lernen. Ja, sind das vielleicht hier gerade auch Mangelzeiten? Ja, wie gesagt, ging es dir schon einmal besser? Ja, ist das hier aber in den Verlust gegangen? Ja, das kann, wie gesagt, beziehungsmäßig sein, beruflich, gesundheitlich, finanziell, ne? Berufungsmäßig, ne? Auch, ne? Dass du da gewisser warst, deiner Berufung gewisser warst, ja. Naja, es gibt solche und solche Zeiten, wie gesagt, ne? Aber es sind Gelegenheiten, beste Gelegenheiten, ja, etwas zu lernen. Dann, wenn wir es bequem haben, wenn wir es, ja, wenn wir gut versorgt sind, machen wir uns über so vieles einfach keine Gedanken, ne? Erst dann in Schwierigkeiten, ja, wenn etwas mangelt, ne? Nicht so selbstverständlich da ist oder erreichbar ist, dann wird auffällig, ja, was wir daran hatten zum einen, zum anderen, ja, was wir vielleicht einfach auch selber, wo wir selber mehr Einsatz vielleicht auch zeigen könnten. Ja. Hier haben wir noch Leugnen.
Ich stehe zu meiner Angst, setze jedoch bewusste Einsicht an ihre Stelle. Einsicht. Ja. Dann schauen wir noch mal in Kraft. Nee, einfach noch. Wo haben wir jetzt das Orakel der himmlischen Fülle? Und schauen, was da jetzt an Fülle noch zukommen mag. Unerschöpfliche Ideen. Dein Geist ist eins mit dem unendlichen Geist Gottes. Daher hast du allumfassenden Zugang zu unerschöpflichen Ideen, die garantiert Segen bringen. Alles, was du tun musst, ist, göttlich geführte aktive Schritte zu gehen, um diese Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, wenn das mal nicht passt, ne? Ja, Not macht erfinderisch, fällt mir da glatt ein, ja. Hier haben wir übrigens die 22, die auch für Stabilität spricht, ne? Ja, was kannst du in deiner Situation tun, ne? Was lehrt dich deine Situation? Was kannst du selber, ja, für Lehre daraus ziehen, daraus machen? Ja, wo kannst du anders, ja, agieren, handeln, da auch zu dir selber stehen, ja, ehrlich mit dir selber umgehen, ne? Ja, interessant. Es scheint hier in mehrere Richtungen zu gehen. Ja, vor allem auch das, vielleicht das finanzielle, berufliche zu betreffen. Aber durchaus auch die Beziehung, ja. Schau, was du da auch draus machen kannst, was dir selber an Ideen kommt. Ja. Fang damit etwas an, ja. Das wird wichtig sein. Mach daraus etwas. Ja, bereinige auch, ne, Selbstsabotage, sich selbst im Weg stehen, sich drücken vor etwas. Geh es an. Ja, es wird gut für dich sein und dich stärker machen auch, ne? Und positive Aussichten bringen. Ja. Ja, alles Gute dafür und bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.